gerade so glücklich. Wie krass ist das denn? Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze gerade tatsächlich immer noch am Rechner. Warte jetzt rein theoretisch nur noch darauf, dass es hochgeladen ist. Wir nutzen auch da jetzt Hotspot, weil sonst würde es gar nicht online kommen. Und tut mir leid, dass ich so unfertig aussehe. Naja, so ist das Leben. Man läuft nicht immer nur geschminkt rum. Ich hatte es ja euch in den letzten Vlogs erwähnt, gesagt, dass ich nach München fliegen werde für Disney, beziehungsweise für den Disney Store, der in München eröffnet. Und wir fliegen morgen schon los. Aber ich habe weder meine Koffer gepackt, noch irgendwas anderes. Und ich habe meine Nägel lackiert. Einmal in diesem Rotton hier von Catrice. Die Farbe 03 Caught on the Red Carpet. Wir müssen gleich einkaufen, weil wir haben keine Getränke mehr. Und Essen wird auch knapp. Eigentlich hasse ich es ja, meine Nägel selbst zu lackieren. Ich bin nämlich jetzt gerade so mega übervorsichtig und habe einfach Angst, irgendwo dran zu kommen und so. Und selbst, seht ihr, wenn es irgendwo juckt, dann kratze ich nur mit den Fingerkuppen. Und das nervt mich, weil das befriedigt meine Haut nicht. Aber die sind schon relativ gut angetrocknet. Ich hoffe, das hält jetzt auch erstmal ein bisschen und dass ich nicht mehr dran dötsche. Denn, wie gesagt, ich habe heute noch so viel vor. Ich muss den Hund noch zu meinen Eltern bringen. Wir müssen noch einkaufen. Ich muss noch Koffer packen. Ich wollte noch die Outfits rauslegen. Ich muss noch schneiden. Und ihr merkt selber, das ist ganz, ganz viel. Und ihr, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es ist halt schon, es dunkelt ab. Sagt man das so? Wir haben jetzt gleich 5 Uhr, also 17 Uhr. Und ja, mein Gott. So, gucken wir mal, was mein Verlobter macht. Oh, kommst du mitgucken? Hi. 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 Hallo. Was machst du? Ach, guck mal. Ist, obwohl du sie gestern so gedisst hast, kommt sie trotzdem immer wieder an zu dir. Tja, die Frau ist verrückt nach mir. So, Freunde, gucken wir uns mal die Juwelkerze an. Wie lange brennt sie jetzt? Viertel nach zwei. Oh, Freunde. Wie lange ist das jetzt? Ja, hat schon eine Zeit. Sag mal. 3 Stunden. Was? Dann 2:05? Was? 2,5. Oh. Okay, sie brennt jetzt wieder 2,5 Stunden. Ihr habt gesehen, wie ich sie gestern ausgepustet habe. Ja, wir können noch ein bisschen warten. Aber wie ich gestern schon meinte, an sich spricht das ja nur für die Kerze, dass sie so lange brennt, ne? Ja. Ich meine, dann hat man natürlich auch was davon. Die brennt jetzt eigentlich schon mega lange. Also insgesamt bestimmt schon... Wann haben wir sie gestern angemacht? Wann hast du sie ausgemacht? Ich habe, glaube ich, sie gestern 3,5 Stunden brennen lassen. Und heute nochmal 2,5 sind? 6. Sie brennt schon 6 Stunden insgesamt. Hat man den Chat gesehen, wie du überlegt hast? Oh Mann, ich will wissen, was da drin ist. Ich kann euch nicht sagen, ob wir das im heutigen Vlog... Och, Baby. Ich kann nicht zeigen, ob wir das im heutigen Vlog euch zeigen können, was da drin ist, oder im morgigen Vlog. Im morgigen auch nicht. Morgen bin ich ja weg. Ja, egal. Ihr werdet es sehen. Aber noch einmal, damit ihr es wisst, und das habe ich im letzten Vlog total vergessen zu erwähnen. Diese ganzen Schmuckstücke, die es bei Thronjuwel gibt, das ist alles durchgehend Echtschmuck. Also nicht irgendwie Billigmaterial oder so. Das ist alles Echtschmuck. Und was ich noch sagen wollte, der Gutscheincode, also mit 15% Rabatt auf euren Einkauf, ist der Rabattcode Sandy15. Und dieser Rabattcode gilt bis zum 24.12. Das heißt, ihr könnt tatsächlich halt auch bis Weihnachten euch dort Kerzen bestellen, wenn ihr wollt. Über den Rabattcode, natürlich günstiger. Astrein. Ich wollte eigentlich an der Kerze schnuppern, aber da jetzt viel zu sehen. Daniel, ich möchte mal eben meine Gedanken mit euch teilen. Nein, nichts Schlimmes. Ich habe heute darüber nachgedacht. Es ist so krass, dass wir schon November haben.
Irgendwie, ich kann mich noch... Dieses komische Board. Jo. Findet ihr nicht auch? Schreibt das mal in die Kommentare. Irgendwie ging das Jahr jetzt so schnell rum. Und es ist so, als wäre es gestern gewesen. Als wir noch, also gut, so heiße Tage hatten wir jetzt auch nicht. Aber wir hatten ja schon ein paar schöne warme Tage, ne? Aber so, als wäre das noch gar nicht so lange her gewesen. Ist es ja auch eigentlich gar nicht. Aber jetzt haben wir schon November. Und nach dekorieren alle Weihnachtssachen und so. Und dann ist schon wieder das Jahr vorbei. Yay. Ja, krank. Und wieder eine Schlanke geworden. Und wieder nichts gespart. Und immer noch hässlich. Ja, so als beim Alten. Immer noch kein Geld. Immer noch nicht im Lotto gewonnen. Ja. Habt ihr eigentlich schon mal etwas gewonnen? Also auch sei es nur so eine Kleinigkeit. Ich habe was Großes gewonnen. Was denn? Ich habe dich an meiner Seite. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal was gewonnen habt. Und falls ja, was? Es gibt ja auch Menschen, die gewinnen ja so ein Auto oder so. So richtig krasse Sachen, weißt du? Menschen, so wie ich, die gewinnen einfach nichts. Die gibt's auch. Sie wird immer ganz nervös, wenn jemand aus dem Auto aussteigt. Weil sie Angst hat, dass derjenige nicht wiederkommt. Und irgendwann fängt sie dann an, ein bisschen zu winseln. Ja, alles gut, Baby. Er kommt doch. Seht ihr? Und dann guckt sie sich immer so um. Er bringt doch gerade nur Altpapier weg. Er kommt wieder. Ja, ihr kommt, guck mal. Ich komm wieder. Oh, ich hatte gerade so Angst, dass du nicht wiederkommst. Freunde, heute gibt es Döner. Weil? Wieso gibt es Döner, Daniel? Weil Döner macht schöner. Jetzt ehrlich. Weil wir jetzt schon relativ spät haben, ich gleich arbeiten muss und wollte normalerweise schon hinlegen. Und wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde in der Küche stehen muss, da habe ich endlich keinen Bock drauf gehabt und jetzt habe ich auch eine. Piep, piep, piep. Hm. Wir haben uns alle. Hm. Guten. Hm. Hunger. Sofa und versucht jetzt noch ein bisschen zu pennen. Wir waren gerade danach noch kurz beim DM und dann habe ich einmal ganz viel Klopapier gekauft. Wir haben nämlich nur noch eine Rolle, die drauf ist. Dann habe ich einmal beim DM mein Shampoo geholt. Das nehme ich immer. Ich finde, das riecht immer voll gut. Dann einmal für morgen halt, weil das Ding ist, Lina und ich werden kein Gepäck aufgeben. Das heißt also, wir brauchen halt die ganzen Sachen und Flüssigkeiten in Reisegröße. Und aufgrund dessen habe ich mir einmal extra ein kleines Haarspray mitgenommen. Dann habe ich einmal kleine Zahnpasta mitgenommen und ein kleines Deo. Shampoo und Duschgel und sowas in Reisegröße besitze ich schon, deswegen habe ich das nicht noch extra gekauft. Und ich trinke heute tatsächlich jetzt um 7:30 abends meinen allerersten Kaffee, weil wir nämlich heute Morgen keinen Kaffee hatten. Und ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen Kraft tanken, weil ich jetzt noch einiges vorhabe. Ich glaube, man sieht mir das voll an, dass ich voll fertig bin. Damit ich jetzt vorankomme, ich muss jetzt kurz noch zu meinen Eltern und meinem Papa seine Medikamente stellen. Das muss ich jetzt auch noch gleich machen. Meine Eltern waren so süß und haben uns ganz viele Süßigkeiten gegeben. Daniel hat erzählt, dass die Kerze soweit ist. Schaut mal, könnt ihr das erkennen? Also hier, dort ist der Ring. Da. Daniel, kannst du mir irgendwas geben, damit ich das rausfischen kann? Ja.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, du. Oh. Okay, wir haben jetzt hier eine Gabel. Ah, es funktioniert. Es funktioniert. Ui. Oh, da ist ein Ring drin. Okay, das wussten wir vorher schon. Bist du nicht gespannt? Ja, klar. Ich dachte, willst du nicht wissen, was da drin ist? Mach mal hier die Flur, die Heizung aus, ne? Hier ist jetzt der Ring drin, in Alufolie verpackt. Jetzt mal rausfriemeln. Wo ist denn hier der Anfang? Komm sofort. Okay. Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich gerade echt so, als würde ich eine Wundertüte oder so auspacken. Oh. Der ist ja schön. Okay, warte. Ihr könnt es noch nicht wirklich sehen, weil ich muss kurz meine Hände waschen. Meine Hände sind voll mit Wachs. Nein. 3-3-3er Gold. Wie ist der da? Der ist aber schön. Ja, ne? Soll ich mal rausholen hier? Okay, hol du ihn raus. Oh mein Gott. Ich habe noch ein bisschen Wachs an den Finger. Oh Gott, Freunde, wie schön ist der Ring. Könnt ihr das erkennen? Ist der schön. Warte, Schatz, ich muss mal kurz den Verlobungsring abmachen, ja? Oh mein Gott. Freunde, okay, das ist mein Ring, der in meiner Juwelkerze drin ist. Wir wollen jetzt eben gucken. Hier ist nämlich ein Schildchen dran. Also da steht schon mal, könnt ihr sehen. Kann man das überhaupt sehen? Da steht 333er Gold und da ist eine Nummer drauf und wir gehen jetzt gemeinsam auf Juwelkerze, um zu gucken, was für einen Wert dieser Ring hat. So, wir gehen auf juwelkerze.de, das ist die Seite. Diesen Ring hier finde ich außerdem auch mega, ne, mit dem Unendlichzeichen. Oh, guck mal, die Kette. So, hier können wir jetzt den Code eingeben. 1390390. Okay. Wie viel Wert hat dieser Ring? Was zur Hölle? Nein! Dann nicht dein Ernst. Nicht euer Ernst. Geil. Leute, das Krasse ist vor allem, man kann sich ja tatsächlich nicht aussuchen, wie viel Wert ein Ring hat. Gerade so glücklich. Wie krass ist das denn? Ja gut, Leute, ich habe in meiner Juwelkerze war ein Ring oder ist ein Ring im Wert von 170 Euro drin. Ey, wie krass ist das? Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, weil man kann ja bis zu 250 Euro, also zwischen 10 und 250 Euro kann der Schmuck wert sein. Und also schon ab 10 Euro ist es dann halt eben echt Silberschmuck. Boah, ich würde jetzt am liebsten alle Kerzen anzünden. Das kann ich nicht machen. Wie viel haben wir denn? Wir haben 4 Kerzen. Oh Gott. Okay, den trage ich jetzt aber am anderen Finger. Hier kommt. Das ist aber sehr nett von dir, dass du den nicht tauschst, den meinen Ring. Oh Gott, Freunde. Okay, cool. Also wie gesagt, wenn ihr auch eine Juwelkerze haben wollt, sei es ein Ring, sei es wie auch immer, ich verlinke euch das unten in der Infobox und mit dem Rabattcode Sandy15 bekommt ihr nochmal 15% Rabatt. Boah, ist das geil. Ich habe jetzt wirklich, ich habe nicht damit gerechnet. Habe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Wow, voll geil. Leute, ich komme da gerade noch irgendwie so gar nicht darauf klar. Vor allem, ich frage euch heute noch so, ey, habt ihr schon mal irgendwie mal was gewonnen oder so? Ich komme nicht darauf klar, dass ich so blöd aussehe heute. Und das ist ja irgendwie ein Gewinn. Alter, 170 Euro. Ich bin baff. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mitgerechnet, weil ich hatte schon mal eine Kerze. Also ich habe euch das ja im letzten Vlog gezeigt, dass ich bereits schon mal eine Kerze von Juwelkerze zugeschickt bekommen habe vor einigen Jahren. Und ich glaube, ich hatte da einen Ring im Wert von, lass mich nicht lügen, vielleicht 20 oder 15 Euro drin gehabt.
Und das ist jetzt ein Ring im Wert von 170 Euro. Ich bin schon ein bisschen glücklich. Schaut euch das an, es ist schön. Tschüss, Baby. Ciao, Baby. Tschüss. Viel Spaß. Ja. Bis morgen früh. Bis morgen früh. Handy? Ja. Perfekt. Wichtigsten. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Also, nicht wundern, ich werde mich heute so gut wie gar nicht melden, ne? Okay. Ich war hier die 8 Stunden gearbeitet. Tschüss. Ciao.